Viertel elf wurde die Berufsfeuerwehr Salzburg zu einem Brand in die Max-Planer Hauptstraße 19 gerufen. Ursprünglich sind wir davon ausgegangen, dass es sich um einen Kaminbrand handelt. Mit der Erkundung wurde allerdings sofort festgestellt, dass es im Dachbereich bereits einen Brandherd gibt. Aufgrund dessen musste dann die Dachhaut geöffnet werden. Wie dann unsere späteren Ermittlungen gezeigt haben, dürfte es im Bereich Anschluss, Kamin, Dach, Konstruktion eine mangelhafte Ausführung im Bereich der Brandschutzplatten gegeben haben. Brand aus, es wurden die Bezirksaufwandkehrermeister verständigt, die Ermittlungen laufen derzeit und die Kaminanlage wurde stillgelegt.